Ja. Und woran wir glauben, oder ich, das ist an die Menschen, die in der Seele, im Körper, im Herzen den Frieden tragen und niemals den Krieg. Jetzt ist der Schnee ein bisschen getaut, ne? Heiko kann sich gut abtrocknen. Ja, moin, liebe 12.000. Schön, dass ihr alle hergefunden habt. Sah zuerst nicht so aus, aber wir haben ja viel Veranstaltungen heute auf Montag. Aber schön, dass ihr alle gekommen seid. Macht den Sinn. Wir dürfen, wie gesagt, diesen Platz ja auch nicht aufgeben. So, und jetzt macht das richtig Spaß. Stellt euch mal vor, das würde hier schneien und in kalter Wind und so ist ja herrliches Wetter heute. Dadurch ist das gut auszuhalten. Wir haben alle Jahreszeiten durch. Wir sind schon einmal rund um den Kalender oder öfter. Und deshalb, uns kann hier nichts mehr erschrecken. So, und die Themen. Die Themen sind, wer nicht mitgekriegt hat, die Ampel ist kaputt. Die funktioniert nicht mehr. Sie haben jetzt getagt, 20 Stunden am Stück, Koalitionsausschuss, das heißt wirklich so, habe ich nicht erfunden. Und dort scheint es ja mehr als genügend Gesprächsbedarf zu geben. Das ist, was ich vorhin ja schon hier gesagt habe. Die haben ein Problem. Es sind diametral entgegengesetzte Vorstellungen von dem, wie Wirtschaft, wie Finanzen funktionieren, von dem, wie Politik gemacht wird. Und wir haben eben zu viele Laienspieler und Artisten da. Der Herr Kevin Kühnert ist heute gefragt worden vom Reporter beim Vorbeigehen. Ja, und was erwarten Sie? Dass es was ordentlich zu essen gibt, hat er gesagt. Die fühlen sich in der Rolle auch noch gut. Die haben da gar keine Hemmung. Ja, für ihre 10, 15, 20, 30.000 Euro im Monat fühlen die sich richtig gut in der Rolle. So, und es scheint aber nicht zueinander zu gehen, nicht zu fügen. Der Lindner hat erkannt, wenn er die Position räumt und er weitere Milliarden als Sondervermögen auf den Tisch legt, hat er bei seiner Klientel verloren. Dann ist er mit durch, muss er sich ein neues Label suchen. Die Grünen haben verstanden, wenn sie ihre Position räumen, Klima, 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 haben sie verloren. Dann steigt ihnen die letzte und die allerletzte und die übernächste allerletzte Generation auf den Kopf. Die haben genau das gleiche Problem, dass sie sich festgefahren haben. Und der SPD, so einige Stimmen, wenn ich mir die Ministerpräsidenten so ein bisschen anhöre, scheinen begriffen zu haben, dass es nicht durchsetzbar ist, eine Politik, die nicht mehr nach Milliarden, sondern nach Billionen gemessen werden muss. Ich spreche das Thema an, wie die letzten beiden Male, Sanierung aller Häuser in Europa, Sanierung aller Straßen und Schienenwege, Einstellung jeglichen individuellen Verkehrs und Ersetzen durch öffentlichen Verkehr. Ihr kennt meinen Spruch mit der U-Bahn. Ja? Wie soll es denn gehen? Man scheint ja so, wir hätten gerade den Krieg verloren. Es müsste hier alles neu übereinander gestapelt werden. Also die Dinge sind absolut unausgegoren. Herr Habeck ist erwischt worden. Man hat ihm jetzt inzwischen in mehreren Interviews erklärt, dass das, was er vorhat, nicht funktioniert. Die Leute bis zu 100.000, 150.000 Euro investieren müssten in ihre Häuser, damit sie dem Standard entsprechen. Wie soll es denn Rentner machen? Geht nicht. Also, er hat ja aus der Hüfte nochmal geschossen, das wäre so nicht geplant. Er wolle da ja noch drüber diskutieren und er würde mit Förderung dort eingreifen. Alles Unfug. Ich kriege wohl Papier, was ich ausfüllen darf, aber davon werde ich keine Entlastung erhalten. Noch so eine Traumtänzerin, das ist heute die, wie hieß sie, Schulze. Habe ich gerade auf der Herfahrt gehört, SPD. Sie hat davon wieder fabuliert, Aufbau der Ukraine. 350 Milliarden war ja die Schätzung Deutschlands, die USA und die UNO gehen mittlerweile von 411 Milliarden aus. Das alles, glaube ich, ist aber erst ein Eintrittsgeld.
So, und die hat dann die Firmen eingeladen, sich doch schon mal bei ihr zu melden, was sie denn alles Schönes liefern könnten und aufbauen könnten und wofür sie sich interessieren, damit sie dann schon mal strategisch vorbereiten können. Da sage ich, Frau Schulze, falls Sie es nicht mitbekommen haben, in Deutschland im Ahrtal sitzen die Leute immer noch im Rohbau. Die Straßen sind nicht fertig, die öffentlichen Einrichtungen kaputt. Sie müssten sich in Grund und Boden schämen, Geld nach außen zu schicken, wo die eigenen Leute mit nackten Arsch in der kalten Bude sitzen. Und man muss diese Leute immer wieder an ihre Pflichten erinnern. Sie haben die Pflicht, sich hier allererstes um Deutschland zu kümmern. Und von dem, was über ist, kann man sich dann immer noch Gedanken machen, wem kann ich helfen? Ist in jedem Flieger so. Erst setzt du dir selbst die Maske auf und dann hilfst du dem neben dir. Das ist Grundregel beim Retten. Wir machen es aber genau andersrum. Wir laden erst alle ein und gucken dann mal, was wir damit machen können. Wir haben, was können wir daraus machen? Atomschmelzer, wo bringen wir sie unter? Ach Gott, die müssen ja auch was zu essen haben. Die wollen wir Familie mitbringen. All die Themen tauchen dann nachher auf. Kann man im Märchenbuch so abhandeln, wird in der Praxis nicht funktionieren. Und deshalb sind ein paar Steine ins Rutschen gekommen, aus meiner Sicht. Die Frau Jarasch, Grüne, die noch bis eben mitregieren durfte, die zum Beispiel die Friedrichstraße in Berlin entvölkert hat mit ihren persönlichen Vorstellungen von Wirtschaft. Die hat nämlich Striche für Radfahrer aufmalen lassen und Bänke und Möbel auf die Straße stellen lassen. Nur ist da in der Friedrichstraße jetzt kein Geschäft mehr. Und die Autos fahren Parallelstraßen. Ja, die SPD hatte dann in letzter Sekunde begriffen, hat die fallen lassen. Sie, Frau Jarasch, hat dann noch angekündigt, dass sie jetzt aber denn so richtig und sie wollten jetzt angreifen. Frau Jarasch, wem noch nicht bekannt ist, war die Dame, die sich weinend auf dem Parteitag in Berlin entschuldigen musste, dass sie früher Indianer gespielt hätte. Das wäre ja Aneignung fremder Kultur. Diese Leute sind nicht mal nüchtern zurechnungsfähig. Ja? Sie reden von Freigabe von Drogen für alle. Damit wahrscheinlich nicht mehr so auffallen soll, welche Unfähigkeit dort regiert. Ich finde fast schon keine Worte und da bin ich nicht so sparsam. Aber für so viel Dummheit, dass diese Leute sich immer noch von unserem Geld ernähren dürfen. Die haben zu verschwinden von diesen Posten. Es müssen endlich Leute ran, die davon verstehen. Ja, die Ampel, sie soll ja am Mittwoch wieder funktionieren, hat Herr Scholz zum Protokoll gegeben. Es gäbe Fortschritte. Wenn sie aber dann erstmal nach Holland fliegen müssen, scheinen die Fortschritte nicht so groß zu sein. Dann hätten sie die auch heute verkündet. So, und wir beobachten ja auch ein bisschen mit Himmel. Aber wir sind natürlich auch Beteiligte. Und mein Vertrauen in dem, was immer Sie dort uns vorstellen und ausbrüten, ist leider nicht so groß. Sie werden in irgendeiner Form eine Zauberformel finden, die Sie den Leuten und über die Medien dann verbreiten. Aber alles ist so tief in die Grütze geraten, es wird Unmengen an Geld kosten. Und das Fahrrad wird in Deutschland immer noch nach unten bedient. Also wer die Feier zahlt, ist ja schon klar. So, und dann nochmal eine mediale Geschichte. Ich habe das vorhin hier kurz gesagt. Die Regierung ist zu feige zu sagen, wir hätten jetzt irgendwie ein mengenmäßiges, quantitatives Problem mit den Einwanderern. Da schickt man dann schon wieder, ich ahne inzwischen, so eine Testballons vor. Ein Professor, der heute in den Medien sich äußert, dass die Rentner, die bösen Rentner, in viel zu großen Wohnungen wohnen und zu bequem sind, sich um kleinere Wohnungen zu bemühen. Ja, ich höre die Nachtigall schon wieder trapsen. Da wird das nächste Fass aufgemacht, werden wieder Teile der Bevölkerung gegeneinander aufgehetzt. Das könne man ja nicht zulassen, dass die armen Familien mit Kindern in zu kleinen Wohnungen, nee, das hat damit was zu tun, die Wohnungen sind so teuer und so knapp geworden, weil man einfach zu viele Leute eingeladen hat. Und in den letzten 20 Jahren, wie verrückt, Wohnungen in allen Städten abgerissen hat, die ja da waren. Man hätte sie ja schön saniert und nutzen können, wollte man alles nicht. Dresden ist damals gelobt worden, weil sie 30.000 Wohnungen verkauft haben.
Was haben Sie jetzt gemacht? Jetzt kaufen Sie 20.000 Wohnungen teurer wieder zurück als die 30.000, die Sie gekauft haben. Ja, das ist die Wirtschaft, die hier Politik anstellt. So, und zu der Frau Schulze, würde ich Sie in Reichweite haben, würde ich gesagt, mein Vertrauen in das Bauschaffen der deutschen Wirtschaft wäre nicht mehr so groß. Ich sage nur BER. Ich weiß nicht, ob die Ukrainer so viel Zeit aufbringen wollen und warten, bis Deutschland so weit ist, dafür einen Plan hat. Und ich meine auch, dass das Geld hier in nächster Zeit mehr als gebraucht wird, wenn das gesellschaftliche Zusammenleben nicht komplett in Dutt gehen soll und funktionieren soll. Wir passen weiter auf, wird vor allen Dingen insbesondere die Grünen, aber die Ampel als solche veranstaltet. Es wird spannend, weil es jetzt dann wirklich der letzte Schuss ist, den sie frei haben. Funktioniert diese Geschichte nicht, war es das. Vielleicht löst sich das auch noch in kurzer Zeit auf. Bin ganz voller Hoffnung. Danke euch.